Ja, der Sebastian ist weit weg, er ist in Passau. Und ich habe ihm den Auftrag mit dem Ei gegeben, nicht das Ei zu färben, sondern das Ei zu kochen. Er hat mir dann Videos von seinem Erfolg oder Misserfolg geschickt. Und ich würde vorschlagen, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Können wir kommen und die Aufgabe lautet, ich soll ein Ei hart kochen. Mal schauen. Ich habe Eier, ein Eierpieksgerät in konventioneller Eiform und ein Herd mit einem Topf. Also das Rezept, was ich ausgesucht habe, ist aus dem Buch Schnell gekocht im kleinen Haushalt, 490 Rezepte für eine und zwei Personen. Ich dachte, das eignet sich jetzt sehr gut für uns, weil wir ja eigentlich nur eine Person sind jeweils. Also er in Passau und ich hier. Da es ein sehr altes Buch ist, steht auch drin, wie man Eier kocht. Man hat mir gesagt, kaltes Wasser wäre notwendig. Aber man hat mir natürlich nicht gesagt, wie viel Wasser. Muss das Ei bedeckt sein? Muss es angedeckt sein? Ich glaube, na, ja, da wird das Ei wahrscheinlich fast untergehen. Wo piekt man so ein Ei wohl an? Oben oder unten? Und das Ei ist angepiekt. Kann man das sehen? Ja. Ei wird in Wasser gelegt. Ja, geht fast unter. Und Wasser wird zum Kochen gebracht. Ne, falsch. Hier. Jetzt könnt ihr mir 10 Minuten dabei zuschauen, wie das Ei kocht. Ihr euch nicht wundert, ich habe ein zweites dazugelegt, weil dann kann ich das eine für was auch immer aufheben und das andere zum Abendessen essen. Ja, da hat er jetzt Eier gekocht. Ist mir aber noch zu heiß. Tschüss. Ja, also das war's dann soweit mit dem Osterspecial und dem Ei. Ich hoffe, da wird dann noch mehr draus. So eine Fernbeziehung ist ganz schön schwierig. Ja, dann bis nächstes Mal. Da-da!